Heute für euch die Wahrheit über flüssiges Glück enthüllt und wie es wirklich funktioniert. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir die Eigenschaften von Felix Felicis, auch bekannt als flüssiges Glück, besprechen, um die Wurzeln seiner Wirksamkeit zu bestimmen. Zuerst einmal, was ist dieses Gebräu genau? Felix Felicis oder auch flüssiges Glück ist ein Trank, der dem Konsumenten im Wesentlichen ermöglicht, in allen Unternehmungen erfolgreich zu sein. Der Trank wurde erstmals im 16. Jahrhundert von einem Trankhersteller namens Sigmund Butch entwickelt, der ihn als die Krönung seiner Karriere bezeichnete. Meine eigene Erfindung, mein Meisterwerk, die Krönung meiner Karriere, abgefülltes Glück. Richtig gebraut wird derjenige, der diesen Trank trinkt, bei allen seinen Unternehmungen Glück haben. Aber seid gewarnt, übermäßiger Konsum ist hochgiftig und kann zu extremer Rücksichtslosigkeit führen. Quidditch-Fans protestierten schnell, dass ein Trank, der dem Trinker Glück bringt, kaum fair sei, und die Verwendung meines Zaubertrankes wurde zu Recht von allen Wettkämpfen verbannt, außer bei Turnieren zur Herstellung von Zaubertränken. Sigmund Butch war ein versierter Zauberer und Zaubertrankbrauer, der als einer der erfolgreichsten seiner Zeit galt. Er war auch ein exzentrischer, labiler und rachsüchtiger Zauberer, der seine Jugendzeit in Hogwarts verbrachte, die Schule jedoch im Alter von 14 Jahren verließ. Danach zog er sich auf eine abgelegene Insel Hemerite auf den Hebriden zurück, wo er in Einsamkeit lebte, Experimente durchführte und schließlich das Buch Der Zaubertrankbrauer verfasste, ein umfassendes Lehrbuch über das Brauen von Zaubertränken. Er fügte seinem Werk das folgende bescheidene Vorwort bei: Ich bin Sigmund Butch, der größte Zaubertrankbrauer, der je geboren wurde. Das ist keine leere Prahlerei. Ich habe viele der mächtigsten Zaubertränke der Welt erfunden. Ich habe die Eigenschaften von hunderten geheimer Pflanzen und Kreaturen entdeckt. Mein Leben habe ich dem geheimnisvollsten und am meisten missverstandenen Zweig der Magie gewidmet. Und diese Seiten enthalten die Geheimnisse meiner Kunst, detailliert für neue Generationen von Schülern in Hogwarts. Butch starb zu einem unbekannten Zeitpunkt, aber es wurde gesagt, dass ein Teil seiner Persönlichkeit in seinem Buch der Zaubertränke weiterlebt und als Leitfaden für künftige Leser dienen kann. Nun könnte man sagen, dass Butch kein bescheidener Mann war. Doch wenn er tatsächlich Felix Felicis erschaffen hat, einen Zaubertrank, der seinem Trinker Erfolg in allem verleiht, dann verdient er vielleicht wirklich den Titel des größten Zaubertrankbrauers der Welt. Als nächstes möchte ich darauf eingehen, wie Felix Felicis tatsächlich funktioniert, falls er überhaupt funktioniert. Die Idee, dass ein simpler Trank einem helfen könnte, alles zu erreichen, scheint irgendwie ein bisschen absurd zu sein. Es widerspricht den Naturgesetzen selbst, indem es Quantenzustände beeinflusst und grundlegende Prinzipien wie Kausalität und Wahrscheinlichkeit herausfordert. Was bewirkt dieser Zaubertrank also ganz genau? Um das zu erklären, werfen wir zuerst einen Blick darauf, was Glück eigentlich bedeutet. Glück wird im Allgemeinen definiert als das Auftreten von Ereignissen oder Ergebnissen durch Zufall oder ohne einen spezifischen kausalen Zusammenhang oder Kontrolle. Ein Konzept, das dazu dient, unerwartete oder zufällige Ereignisse zu erklären, die nicht durch eigene Handlungen oder Fähigkeiten verursacht werden können. Es wird oft mit positiven oder günstigen Ereignissen in Verbindung gebracht, wie etwa ein Lottogewinn, dem Finden von Geld auf der Straße oder dem Stolpern über eine Gelegenheit. Auf der anderen Seite kann sich Glück auch auf unerwünschte oder unglückliche Ereignisse beziehen, wie zum Beispiel von schlechtem Wetter überrascht zu werden oder eine Reihe von Unglücken zu erleben. Auf den ersten Blick scheint die Vorstellung, dass ein Zaubertrank Glück herbeiführen könnte, im Widerspruch zum Konzept des Glücks selbst zu stehen, das als etwas definiert wird, das zufällig geschieht, ohne irgendeinen kausalen Zusammenhang oder Kontrolle. Es gibt auch eine Reihe anderer Probleme, die ich vor meiner Theorie zusammenfassen werde, wie es tatsächlich funktioniert. Lass mich aber einleitend sagen, dass ich kein Quantenphysiker bin. Daher könnte mein Verständnis der Quantenmechanik ein wenig fehlerhaft sein. Wie auch immer, hier ist der Grund, warum ich glaube, dass flüssiges Glück nach herkömmlichem Verständnis keinen Sinn ergibt. In der Quantenmechanik wird das Verhalten von Teilchen und Systemen durch Wellenfunktionen beschrieben, die sich mit der Zeit gemäß der Schrödinger-Gleichung entwickeln. Diese Wellenfunktionen stellen Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Ergebnisse dar und die Messung eines Quantensystems kollabiert die Wellenfunktion auf ein einziges Ergebnis.
Das Konzept des flüssigen Glücks, das positive Ergebnisse bei allen Unternehmungen garantieren kann, widerspricht jedoch der probabilistischen Natur der Quantenmechanik. Es suggeriert, dass die Handlungen des Trinkers und die Ergebnisse auf eine Weise verändert werden können, die der inhärenten Zufälligkeit und Ungewissheit von Quantenereignissen widerspricht. Damit das flüssige Glück funktionieren kann, müsste es außerdem einen tiefgreifenden Einfluss auf die Umgebung des Individuums und die Interaktionen mit anderen Objekten und Menschen haben, was effektiv den gesamten Quantenzustand des Universums umschreiben würde, um günstige Ergebnisse zu gewährleisten. Diese Art der Manipulation von Quantenzuständen auf so einer makrokosmischen Ebene scheint weit jenseits der wissenschaftlichen und magischen Möglichkeiten zu liegen. Flüssiges Glück widerspricht den Naturgesetzen und bietet ein Maß an Kontrolle über Wahrscheinlichkeiten und Ergebnisse, das derzeit weder durchführbar noch durch wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt wird. Und ich weiß, es ist eine magische Welt, aber auch die Magie hat ihre Grenzen. Zum Beispiel kann Magie keine echte Liebe erzeugen, sondern nur eine starke und ungesunde Besessenheit, die der Liebe ähnelt. Sie kann den Alterungsprozess nicht aufhalten, Menschen nicht richtig auferstehen lassen und kann nicht etwas aus dem Nichts herbeizaubern. Diese Beispiele zeigen deutlich, was Magie nicht leisten kann, was meiner Meinung nach viel weniger kompliziert ist, als die Struktur des Universums zu zerstören. Das spricht nicht gerade für die Wirksamkeit von flüssigem Glück. Dennoch bewirkt der Trank offensichtlich etwas, da Harry nach der Einnahme in der Lage war, eine außergewöhnliche Anzahl von Dingen in nur 2 oder 3 Stunden zu erreichen. Harry antwortete einen Moment lang nicht. Dann durchfuhr ihn langsam ein berauschendes Gefühl der unendlichen Möglichkeiten. Er fühlte sich, als könnte er wirklich alles tun. Und die Erinnerung von Slughorn zu bekommen schien plötzlich nicht nur möglich, sondern geradezu einfach. Er stand auf, lächelte und strahlte vor Zuversicht. Innerhalb eines relativ kurzen Zeitfensters hat Harry Folgendes erreicht: die unverfälschte Erinnerung von Horace Slughorn über Horcruxe erlangt, an Aragogs Beerdigung teilgenommen und sein Versprechen gegenüber Hagrid gehalten, er überredete Slughorn, ihn zu Hagrid zu begleiten, und er führte erfolgreich einen nonverbalen Nachfüllzauber auf Slughorns Getränk aus, obwohl er keine nonverbale Zauberspruchmagie beherrschte. Er stieß mit Ginny zusammen, was eine Verkettung von Ereignissen auslöste, die dazu führte, dass Ginny mit Dean Thomas Schluss machte, was wiederum die Trennung von Lavender Brown und Ron Weasley anregte. Schlich sich unbemerkt zurück ins Schloss und entkam dabei sogar Peeves. Aber legitimieren diese Leistungen den Zaubertrank oder lassen sie sich anders erklären? Ich habe eine Theorie, wie Felix Felicis wirklich funktioniert. Die Theorie lautet wie folgt: Das Konzept von Felix Felicis scheint auf den ersten Blick außerordentlich mächtig zu sein. Es behauptet, dem Besitzer außergewöhnliches Glück bei allen Unternehmungen zu bringen, was möglicherweise Quantenzustände umschreiben und die Gesetze der Wahrscheinlichkeit außer Kraft setzen könnte. Darüber hinaus stehen die scheinbar geringfügigen Nebenwirkungen von Felix Felicis wie eine extreme Rücksichtslosigkeit, Leichtsinn, Selbstüberschätzung und Leichtfertigkeit in keinem Verhältnis zu den immensen Vorteilen. Aus diesem Grund würde man erwarten, dass der Zaubertrank in Situationen, wo viel auf dem Spiel steht, wie auf dem Schlachtfeld zum Beispiel, von Auroren in großen, sicheren Dosen konsumiert wird. Ich frage mich auch, warum jemand wie Voldemort, der sich für immun gegen den Tod hält und bereits ein übersteigertes Selbstbewusstsein besitzt, nicht eifrig Felix Felicis in großen Mengen konsumieren würde. Immerhin sind fähige Zaubertrankmeister durchaus in der Lage, ihn zu brauen, und der Trank ist in der Zauberergemeinschaft ziemlich bekannt. Meine Vermutung ist folgende: Felix Felicis beeinflusst das Glück nicht in einem traditionellen Sinn. Stattdessen kann seine Wirkung eher mit der einer leistungssteigernden Droge verglichen werden. Indem er dem Trinker ein unerschütterliches Gefühl der Zuversicht vermittelt und vorübergehend die Wahrnehmung verändert, ermöglicht der Trank ihm, sein volles Potenzial auszuschöpfen und Entscheidungen zu treffen, die zu günstigeren Ergebnissen führen. Nach dieser Logik wäre die Wirkung von Felix Felicis rein psychologischer Natur und würde die Gesetze der Quantenphysik nicht mehr stören. Alternativ vermute ich, dass der Trank dem Trinker auch ein Gefühl von passiver Hellsichtigkeit verleihen könnte. Anstatt das Glück oder die Wahrscheinlichkeiten direkt zu verändern, verbessert der Trank die unterbewusste Fähigkeit einer Person, potenzielle zukünftige Ergebnisse vorherzusagen und den günstigsten Weg zu wählen. Eine Fähigkeit, die von anderen leicht als reines Glück missverstanden werden könnte.
Wenn dies der Fall wäre, ergibt sich die Vorsicht, den Gebrauch von Felix Felices zu mäßigen, aus dem Risiko, sich zu sehr von dem Empfinden und der Wirkung abhängig zu machen, die er vermittelt. Wenn man sich zu sehr auf die Führung durch den Trank verlässt, könnte man sein eigenes Urteilsvermögen, seine Intuition und persönliche Handlungsfähigkeit verlieren. Aber egal welcher Theorie man sich anschließt, ich glaube, dass Felix Felices letztendlich eher als ein starkes psychologisches Hilfsmittel fungiert und keine wirklich glücksverändernde Substanz ist. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Schöpfer von flüssigem Glück, Sigmund Bartsch, darauf bedacht war, sich als einflussreiche und bahnbrechende Figur in der Zaubertrankherstellung zu etablieren, die einen bleibenden Eindruck in der Zaubererwelt hinterlassen wollte. Bartsch hat nie erklärt, wie flüssiges Glück wirklich funktioniert, aber ich denke, dass die Art und Weise, wie er seinen Zaubertrank vermarktet hat, täuschend war. Anstatt zu erklären, dass der Trank ein psychologisches Hilfsmittel ist, hoffte er wohl, dass er wie etwas wirkt, das mächtig genug ist, um die Naturgesetze außer Kraft zu setzen. Das Streben nach Ruhm und Vermächtnis treibt den Einzelnen oft dazu, Anerkennung und Bewunderung von anderen zu suchen, weil sie für ihren Beitrag in Erinnerung bleiben und verehrt werden wollen. Du erinnerst dich sicher an Gilderoy Lockhart. Indem er sich als Pionier darstellte, der die Regeln der Natur verbiegt, wollte er einen bleibenden Eindruck in der Welt der Zauberer hinterlassen und sicherstellen, dass sein Name in die Geschichte eingehen würde. Er hat sicherlich einen mächtigen Trank entwickelt, aber ich glaube nicht, dass flüssiges Glück genau das ist, was man sich darunter vorstellt. Was denkst du darüber? Kann flüssiges Glück die Gesetze der Quantenphysik außer Kraft setzen? Oder ist es eher ein starkes psychologisches Hilfsmittel, das ein Gefühl von passiver Hellsichtigkeit hervorrufen kann? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.